So, Taschenlampe ist natürlich eine geile Kiste, wa? Irgendwie. Taschenlampe hatten wir bis jetzt noch ja nicht in dem Spiel. Nee, stimmt. Wir hatten immer nur Feuerzeug und Fluoapparat. Fluoapparat. Genau. So, jetzt sind wir im Keller, ne? Das ist ja aber freudig. Ja, lass mich raten. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich den Schlüssel finden für die geschlossene. Um dann wieder ganz nach oben zu rennen, in die geschlossene. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier wascht. Oh, Alter, das Setting ist ja wirklich übel. Kann ich die hier? Ja, kann ich öffnen? Oh Gott, was klappert hier so? What? What? Oh nein! Mach das weg! Der Mülleimer. So, da ist zu. Oh, nee. Ja, da kommen wir nicht rein, das ist gut. Oh Gott, Alter, das ist ja alles eng. Das wäre jetzt krass, wenn der jetzt hier auf dem Weg hier irgendwie uns... Nein, weil wir wollen jetzt nicht den Teufel an der Wand malen. Nein, der kommt hier nicht um die Ecke. Bestimmt die letzte Tür. Nein, Alter, nein. Wäscherum! Oh, ist das laut, Alter. Mach die Waschmaschine aus oder so. Alter, das Game ist ultra laut gerade hier. Ja. Ja, kann ich machen. Die Tür kann nicht geöffnet werden, bis der Waschvorgang abgeschlossen ist. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu überbrücken. Ja, irgendwie. Zieh den Stecker, Mann. Also okay, also wir müssen jetzt irgendwie das schaffen, dass er da aufhört, okay? Boah, das finde ich, das ist ja ein ganz fürchterlicher Gang, finde ich gerade. Also das fand ich jetzt gerade wirklich schlimm. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir noch andere tolle Gänge für dich finden. Ach Mann, ey, Benni, ey. Vielleicht müssen wir Strom ausschalten oder so? Weil du da die Dinger da hast? Nee, okay. Aber das ist die Idee, Benni. Stimmt. Ja, weil wir haben jetzt eine Taschenlampe. Jetzt haben wir ja eine Lichtquelle. Ja, ich sag mal, ich scheiß mir hier gerade ein, Alter. Shit in my pants. Jeez in my pants. Ach, guck mal. Was ist das? Control Room. Okay. Warte, warte, warte! Wo? Wie? Der ist doch bestimmt da jetzt gerade durchgerannt nach links. Ja, oder er hat was umgeschmissen. Da jemand spinnt um mich müssen. Ist da auch nochmal ein Raum? Guck mal, da ist auch noch ein Raum. Oh Gott. Kann ich hier rüber? Kann ich springen? Nee, springen könnte ich nicht machen. Nee, du kannst glaube ich nicht ducken. Warum? Warum ist die scheiß Taschenlampe? Warum ist das so duster da hinten? War ich vorhin hochhoffen? Nee, die war zu. Oh Mann, nee. Oh nee. Ist oh geil. Durch? Oh nein. Jawoll. Noch enger. Oh Gott. Ich muss an der Stelle sagen, wirklich irgendwie, die Programmierer sind wirklich sadistisch, von Setscray seid sadistische Schweine. Ehrlich. Wie kann man sowas programmieren? Das ist Raubbau am Körper hier, wirklich. Hallo? Sind wir denn jetzt hier? Achso, das ist eine Pflanze. Oh. Was sind denn immer für Schritte? Klingt jetzt bescheuert, aber ich bin wirklich froh, Benni, dass du jetzt da bist. Irgendwie. Also, das alleine zu spielen, das ist ja nur noch schlimmer. Kann ich mir vorstellen. Das, da ist
Das ist, da ist, steht? Da läuft Wasser. Da ist, das plätschert einfach nur runter. Also da steht keiner. Nee, das sieht aus wie Plätscherwasser. Plätscherwasser, hm? So, das ist der Fachterminus, Plätscherwasser? Ja, ja, Plätscherwasser. Sag ich auch zu meinem Klempner immer, bei mir läuft ein bisschen Plätscherwasser. Ja, ist doch hier. Komm, feinstes Evian. Guck mal, hier ist der Fahrstuhl. Guck mal, hier gibt's so eine Swipe-Card. Ja, Tür geht nicht auf. Gut möglich, dass die Magnetkarte die Sperre außer Kraft gesetzt hat. Ja, was sagt denn jetzt? Oh, was soll das? Was soll das? Was ist denn hier für eine Bewegung hier im Haus? Hör mal, im Keller. Hä? Ah, da ist einfach rausgekommen, ne? Achso, ja, doch, okay. Ja, 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 ja. Hab mich gerade gewundert. Bett da. Oh, Mann. Also, man muss ja sagen, die Atmosphäre, die wissen so, wie sie die einsetzen sollen. Ich geh grad hier hoch. Guck mal, hier kannst du aufschließen. Geil. Ja, auf. Auf, Freude. Oh, Freude. Ah, guck mal, hier sind wir. Ja, und? Was, jetzt sind wir immer im Kreis gelaufen. Ja, aber können wir jetzt mit dem Control Room Key irgendwas machen? Also, wir haben ja jetzt noch den Kontrollraum Key. Ja, aber wo ist der Kontrollraum? Ist jetzt die Frage, ist das da, wo die Waschmaschine ist? Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, den einzusetzen, um diesen Waschvorgang abzubrechen? Die Frage ist also, wo ist der Control Room? Vielleicht haben wir ja noch irgendwo an den Wänden wieder so eine schöne Ausschilderung. Manchmal hast du ja so, ne, hier so Wegweiser. Okay. Okay, okay. Cool, 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 cool. Wo wir noch nicht waren, ist in diesem Gang. Da haben wir uns noch nicht alles angeschaut. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy. Und da rechts haben wir noch nicht reingeschaut. Oh was? Mann, erhebt mal diese bebisste Pflanze da vorne. Ich denke, da steht immer einer. Und hier war noch nicht, ne? Genau. Oh, hier war noch nicht. Guck mal, Control Room. Na, ist ja super. Ist ja super. Verschlossen. Du brauchst gefunden Schlüsselkontrollraum. Wir benutzen gefunden Schlüsselkontrollraum. So. Ja, aber guck mal, jetzt kommen wir nämlich auch wieder Richtung Waschmaschine, glaube ich. Ja. Zumindest hört sich so an. Ey, diese Taschenlampbewegung, das ist ja... Das ist heftig, wa? Hallo? Der Raum von den Putzis, guck mal. Oh, ach, die armen Schweine. Warum ist das immer so eine Absteckkammer für die armen Leute? Die machen so einen guten Job. Ich meine, wenn man sich hier so umsieht, nicht unbedingt, aber sonst... Ein knüppelharter Job. Brich jetzt hier mal eine Lanze für jeden Putzmann da draußen. Und sage, ihr seid auch Helden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Warum läuft hier Wasser, Alter? Das geht gar nicht. So. Ja. Jetzt dürften wir zur Waschmaschine. Um da wahrscheinlich den Schlüssel für die geschlossene Psychiatrie zu bekommen? Zu finden? Wie? Achso, du meinst, in der Waschmaschine ist ein Schlüssel drin? Ne, wir hatten noch, also ganz am Anfang, kannst du dich noch dran erinnern, im ersten Kapitel, da gab es halt auch so einen Zettel da von der Frau, so von wegen, Garagenschlüssel ist wie immer in der Hose und die Hose ist in der Waschmaschine. Ja. Oh! Alter, Alter, Papa! Immer wie? Wo kommt er denn her? Warum? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da auch der Schlüssel ist. Was? Was? Okay. Ja, guck mal jetzt. Schön zur Waschmaschine, schön in den engen Gang wieder rein. Oh, ja, bitte lass... Nee, bitte. Ich renn einfach durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, mach nicht. Aber die Waschmaschine ist aus. Die Waschmaschine ist aus. Ja, guck, und jetzt kannst du auch die Tür öffnen. Und da ist der Magnetschlüssel anscheinend. Aha, wir haben Magnetkarte. Untersuchen. Von... Ja? Karl Schafer. Janitor, ja. Fulltime. So. Ja?
Ich hab ein bisschen Angst, weil das ist jetzt alles sehr, auch sehr ruhig bis jetzt. Also nicht sehr ruhig, aber das, bis jetzt kam Humpel August hier nicht. Ja. Was? Ja. Benni, wenn du was willst, saß jetzt bitte. Nee, da quietscht die Tür. Das hat mich gerade noch so ein bisschen erschrocken. Wir müssen jetzt wahrscheinlich zum Fahrstuhl. Wir müssen jetzt zum Fahrstuhl, ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der mal war, dann wäre cool. Der Fahrstuhl ist hier hinten. Gut, dass du dir das gemerkt hast. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nochmal im Kreis gelaufen. Bodies! Ja, nee. Ah, nein, die haben gesagt, das ist Übergewicht. Ja, die musst du jetzt alle rausschieben. Alter, was ist denn mit ihm? Alter, ist der immer. Also das Knie und der Hals sieht echt gut aus bei ihm. Oh, na komm mal, Kumpel, Alter. Ja. Oh! Nein! Nein! Lass mich! Nein! Bitte was? Jetzt verfolgt er dich, während du jetzt da die Viecher da auseinander klavüstern sollst? Geh da rauf, da kommst du nicht rein! Wieso komm ich denn hier rein? Ich bin doch hier rausgekommen! Ja, das kriegt er nicht hin, da ist er zu blöd für. Ist er jetzt weg? Scheint so. Erstmal. Oh, na das finde ich ja nur abtörend, Alter. Was soll denn das nur, ey? Wenn nachher er sich im Fahrstuhl versteckt, ey, pass auf. So, kann ich dich mal an deiner Nudel kurz hier mal schnappen und rausziehen, Kumpel? Ja, nicht, dass jetzt, ich wollte schon gerade sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt hier ihn rauszerre, dass er jetzt hier kommt und sagt, hallo. Verbau ihn einfach den Weg. Mach halt wie bei 300 hier. Wir türmen sie hoch auf. Wäre jetzt halt nur die Frage von wegen, verbaust du ihm den Weg oder verbaust du dir deinen Fluchtweg? Oh, hier, guck mal, die beiden sind aber auch Arm in Arm, ja. Nein, hat er mich jetzt kriegt er mich an? Bitte nicht. Nee. Nee, okay. Ach, das wäre jetzt auch nochmal eine Nummer, ey. Die Viecher sich da auch immer noch die Köpfe rumbewegen. Gott. Ich guck dich an. So, raus mit dir. Oh, ja, da ist er! Geh doch in die Fahrstuhl! Lauf, Junge, lauf! Oh Gott! Ich würde jetzt lachen, wenn er einfach geradeaus weitergelaufen wäre und dir jetzt entgegenkommt. Ab in den Fahrstuhl! Ab in den Fahrstuhl! Nein! Nein! Lauf doch, Junge, lauf! Ist er noch hinter dir? Er ist nicht hinter dir. Er ist woanders. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. So. Verpissung, Alter. Aber zackig. Oh, und? Oh Gott, die Tür ist zu. Oh. Was denn? Was ist? Ja? Okay. Was, Alter? Bitte nein. Oh nein. Oh nein, Benni.